So Leute, da sind wir wieder. Wir sind jetzt im Hotel und das ist ungefähr das Bild von einer U-Bahn. Ich wollte eigentlich noch länger aufnehmen, aber trotzdem. Ihr seht, war der Speicher. Ich finde den Speicher voll. Da waren viel zu wenig. Das ist, habe ich einen neuen besorgt für die 16 GB. Dafür muss ich auch viel, kann ich länger aufnehmen. In die nächste Folge werden wir dann. Ist ausgegangen. Naja, in die nächste Folge wird mir dann. In der nächsten Folge wird mir dann irgendwann. Gut, das kann ich alles rauskarten noch. Wird man dann im U-Bahn und S-Bahn aufnehmen. Dann, wir sehen uns dann bis morgen wieder. Bis dann und ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge mit mir, MaxWillTV. Sorry, ich muss noch das EC wieder nochmal nachholen, weil mir ist die Anfang wieder einmal abgeschmiert. Oder konnte ich immer nutzen. Deshalb haben noch heute nochmal nach. Willkommen zur die erste Folge von Deutschlandtour 2020. Und zwar mit ICE-Fahrt nach München Hauptbahnhof. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Und dann los geht's. So Leute, da kommt halt unser Zug. Wir sind im Wagen 3. Also, und das ist unser IC1, die Baureihe 401. Also die erste Generation 4 von ICM. Schade, dass es bei mir kein IC4 ist. Weißt du, die Sitzplätze noch? Nein. 26 gefahren. Aber trotzdem. Wir müssen hier gehen. Türen sind noch nicht geöffnet. Aber noch nicht. Aber noch nicht. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Oh, hat ein bisschen gebraucht. Hat noch ein bisschen gebraucht. Jetzt wird es 28, oder? Hast du alles? Ja. Gut. Wirklich alles? Ja, Platz 21. Magst du sogar Abstand halten? Ja. Enjo. So. Enjo. Komm mit. Das war knapp. Und da ist schon Abfahrt. So. Und dann, und jetzt ist Abfahrt. Ich warte mal kurz. Abfahrt. So, noch ein paar Infos, immer noch wegen der Deutschlandtour noch. Wir fahren uns noch in Deutschland nach München. Wir wollen uns jedes Jahr eine Deutschlandtour und letztes Jahr konnte ich leider nicht aufnehmen, weil ich noch einfach noch keine Erfahrung mit mir mit. So aufnehmen hatte.
Ich hoffe, ich verstehe mich so, weil ich ein bisschen leiser rede, wenn ich so laut ist, auch ein bisschen unnötig. Da hinten steht der Zug. Aber trotzdem, diese ICE-Strecke ist ungefähr entstanden Richtung Mischerhofer, klar. Und zunächst halt wäre dann Fulda, das wird man gleich wahrscheinlich an Durchsagen hören. Und ich werde erst ein bisschen einen großen Teil aufnehmen, also nicht die ganze Fahrt. Bin auch nicht so. Aber das mit Corona ist nervig. Wollen wir nicht machen. Aber bei uns waren sehr knapp. Wir haben fast dann beschlossen, dass bei die deutsche Tour ausfallen wird, aber. Ganz doch dann entschieden. Wir fahren uns dann erlassen, also und dann nicht über Frankfurt, sondern dann direkt zurück. Also der nächste Teil wäre echt Fulda. Und wir fahren dann über diese Fulda-Teil-Trasse. Wie ich richtig ausgesprungen habe, also das doch, warte, genau das auch, doch, das war Fulda-Teil-Trasse. Muss aber auch auf der Woche aufpassen. Und jetzt höre ich auch gerade mal auf so viel zu labern, eher zu genießen. Die Fahrt von hier für nach München dauert ungefähr 3 Stunden. So ich ungefähr, wo ich genau weiß, der wird nicht mehr. Ah, jetzt weil ich vor mir sind. Hier geht es dann einem abwärts zu meinem Weserbahnstrecke, die ja hier runter geht. Nee, doch. Nee, das ist richtig. Doch, das war richtig. Über die Richtung Fulda wird man dann viele Tunnel dann gefahren. So, ich weiß. Ich weiß nicht, ob doch, ich bin schon mal auf die Strecke schon gefahren, aber nach München nicht. Das war mal so, da ist schon Basel. Naja, Basel liegt eigentlich nicht mehr so wirklich in Deutschland, da ist ja schon der erste Tunnel. Und Moment. Hat jetzt auch irgendwie auch mal den Jungs so. Oh, ich muss kurz auflegen, bis gleich. So, da fand das das doof, da kam direkt die Durchsage. Oder Frage ist so, boah, das wäre ein bisschen doof. Aber gerade ein bisschen nach unten timing. Wenn man wahrscheinlich irgendwann bald dann auch, weiß nicht, wenn ich die auch wieder aufnehme. Da nicht so viel Name, ja, aufnehmen und ruhig sein. Und wir sind schon durch 3 Tonnen schon gefahren. Gesamt. Muss ich doch sagen. Das war ein bisschen dämlich. Aua! Oh, ein bisschen auf der LCB führen auf. Gut, bei Maschine kann man sogar. Ich glaube, das kann man nicht sehen, leider. Da unten kann man das LCB-Kabel sehen. Und eben hat man auch das LCB-Blocksignal, habe ich gerade noch gesehen. Braucht man gleich auf der Kamera sich nicht sehen. So. Und scharf gestellt. Auf den Unterdruck? Hm? Ich auch nicht. Ich weiß, es gibt viele. ICE, glaube 3-4. Also das andere unterste. Das ist das ICE-WLAN. Das habe ich bei IS1 nicht verdient.
Aber ich werde nicht die ganze Verbissbilder aufnehmen, weil das dauert dann fast eine ganze Stunde. Deshalb werde ich mal hier bis zum bestimmten Stelle dann Schluss machen. Also wir sehen uns dann werden wir früher uns langsam näher gleich wieder. Bis dann gleich. So Leute, da halte ich mir jetzt gerade schon mal voll, Leute, die durch aber gerade passt. Ich habe mal die Zeit geachtet. Das ist voll, ne? Und der Bahnhof ist auch schon gleich ist schon in Sichtweite. Und ich sage, ich soll sehr stark an die Klappe lehnen. So, wir erreichen Fulda, bitte stark gesehen, Fahrt Richtung rechts aus und achten auf den Abstand zueinander. Vielen Dank. Das war schön. Wir halten auf Gleis 4. Und Abfahrt. Genau. Wenn es manchmal, danke. Jetzt nicht geht. Ist ein bisschen unscharf, ich würde ein bisschen. Naja, so ganz scharf ist es auch gerade nicht. Lassen Sie so die Leute mich von alle ausdrücken. Platz haben wir nicht. Vorne ja, heute ist der Zug überfüllt. Heute ist der Zug stark überfüllt. Unser? Ja. Aber du hast doch eben, hat man doch eben gehört. Nee, das geht nicht. Man muss ja durchkommen können. Ich hab gesagt, kommen Sie doch mit. Wo? Ja, wo muss ich das? Ja, hier. Sieht wie der Gepäckablage aus. Hier habe ich gesehen. Oh, hier ist die Tankstation. Hier auch? Einer kann stehen bleiben. So, ein recht schöner Baum, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei neuen Zugschienen. Vergessen hier im IC der Deutschen Bahn nach München Hauptbahnhof. Über Nürnberg und Ingolstadt. Zunächst erhalte ich dann in Würzburg Hauptbahnhof und wünsche eine angenehme Fahrt. Bitte denken auch Sie an die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung hier an Bord unseres Zuges. Vielen Dank. Dort ankommt ab 9.29 Uhr. Abfahrt war 5.28 Uhr. Ein bisschen spät. Verspätet ist unser so Zug. Das sind ungefähr fast eine halbe Stunde. So lange Fahrt werde ich die auch nicht aufnehmen, weil es kommt noch was dazu, da kommt noch was dazu von aufnehmen. Na gut, ich habe Reisersatz noch, aber Akku muss auch noch aufbeachten. Naja, ich werde mal hier noch ein bisschen länger aufnehmen, wenn ich noch 14 bisschen. Halt bei der Bahn auf einen Blocks bekommt man auf den Kopf gehabt. Man muss nicht für kurze Kunden verstehen, glaube ich. Und das war eben noch die volle Tabak. Jetzt kommen wir langsam, ich weiß nicht, wie die Strecke abgeht, dann von Fulda bis wo heißt. Vielleicht. Aber hier ist wieder dann LZB, da immer noch. Was LZB genau ist, kann ich auch nicht so gut erklären, nur so ich weiß, dass die LZB dann zu komplett steuerfreier Geschwindigkeit, also wie die AFB, dass die komplett automatisch geht. Naja, so genau kann ich auch nicht erklären, so weit auch nicht erklären kann. Aber trotzdem.
da kreuzt die Strecke nach Frankfurt am Main, oder? Ja, doch, das war richtig. Gott, die nach Frankfurt am Main abführt. Moment. Und da kommt, haben gerade ein Bild zum Debatten gesehen. Aber wenn man nicht aufgenommen hat, kann man eigentlich so viel zu voll. Sondern nur ein IC1 und 4. Sonst nichts. Und jede Menge toll. Ich glaube, es waren ungefähr mindestens 20 oder mehr. Was sieht die aus? Ich bin gespannt. Gleich bin ich dann nach. Aber werde ich auch nicht da sein. Auch ein bisschen achten. Also eher so im Fenster. Bestimmt die Stelle. Gar nicht so viel reden. Ich weiß. Aber ohne so viel reden ist es schwierig. Oh, jetzt fahren kann man einfach kommen. Dann kann man haben wir dann das K-Signal und dann war das kurz wieder die Maske und runter. Oh, tolle Nase. Aber das Beste, ich muss wenig achten, weil ich darf man noch in Tränen, bis die Zeit auch während der Aufnahme automatisch ausgeht. Das hat hier irgendwie eingestellt und ich habe sie aktiviert. Aber das war dämlich und nervig. Da kommt der nächste Tunnel. Ich habe nicht mitgesehen, wie viele Tunnel es eigentlich gibt. Jetzt soll ich aufhören, zu viel zu reden, nehmen wir gleich. Viele sagen auch, ich rede jeden Wasserfall. Ist es auch. Diese Lichter in den Tunnel sind einfach diese, wo die Notausstiege sind. Gibt es einfach gefallen mir diesen Tunnel viel zu wenig. Das dauert ein bisschen lange.
und auch auf Gatling, oder? Nein, ist da nix. Nee, Lügen hat nicht. Muss aber schwimmen. So scharf. Hand. So. Die sieht man erstmal Fulda. Und Pittsburgh. Dann Nürnberg, dann Ingolstadt. Und da sind wir schon. In München, der Hauptort. Jupp. Schon mal so richtig scharf jetzt. Ne, wir sind nicht. Der Löwen hat nicht. Ah, da war kurz was. Jupp. Ich kann mir vielleicht sehr schwer lesen, aber geht nicht wirklich. Na. Na, jetzt will er nicht. Was für Schalke Kurde, das kann man nicht sehen. Jetzt ist es scharf. Oh, das war eine Weiche. Diese Töne waren weich, kann man hören. Aber es kam ihm noch kein Zug entgegen. Da ist nicht so viel Triebholz, scheinbar. Aber das würde mindestens über 1 bis 2 oder mehr als eine Stunde dauern. Ich weiß nicht, wie viel ich noch habe. Aber ich würde mit den Restteil kurz mal raussteigen. Also. Das zieht zu lange dran. Also bis gleich. So Leute, erreichen wir schon in wenigen Minuten Würzberg. Die Ansage wird jeden Moment kommen. Moment, ist das schon Würzberg? Nein, Würzberg, das ist klar. Würzburg meine ich. Ist das schon Würzburg? Wow. Das ist mal wieder ziemlich riesig. Naja. Aber auch sehr hügelige Stadt. Ich hab noch ein Tunnel. Der ist nur teilweise ausgeleuchtet. Hier sind wir die Kappen. Und hier steigen auch viele aus, wie es aussieht. Ups. Hier wird langsamer. Und noch langsamer. Und noch langsamer. Mm-hmm.
Und nein, Leute. Ich muss gerade nicht viel tun hier. Naja. Hochgeschwindigstrecken. Müssen tun. Weil, sieh. Sonst kann ich das nicht so schnell sein. Ist 29, ist der Zug ist pünktlich jetzt. Weiß nicht, ob das ein rotes Signal ist. Weil es ziemlich langsam ist. Ja, ich glaube, meine Befürchtung hat sich gleich bestätigt. Ein rotes Signal. Die LZB bremst langsam aus. Ja, an. Oh, oder war auf rot. Und jetzt geht's wieder los. Jetzt wird's wieder schneller. Die HV-Signale. So, meine Damen und Herren, wir erreichen in Kürze unseren nächsten Halt Würzburg Hauptbahnhof. Es werden auch hier alle geplanten Anschlusszüge erreicht. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier außen umsteigen. Vielen Dank für die Reise mit der Deutschen Bahn. Wiedersehen. Oh, da kommt ganz leicht noch was drin. Und wir halten auf Gleis 4. Und hier endet die LZB. Habe ich heute mir mal gerade aufgefallen. Guck mal, eben kommt unten das Kabel. Oh, das kann man nicht so schlecht schwer erkennen. Da kann man, glaube ich, wenn man genau hinschaut, auch erkennen. Dort endet die LZB. Und hier ist wieder Tankstelle. Da ist auch ein Güterzug. Und noch ein Güterzug. Und ja, auf Gleis 4. Moment, habe ich das schon gesagt? Keine Ahnung. Ich rede jetzt so viel. Das ist die E-Lok-Baureihe 185. Zum Erreichen jetzt Würzburg, bitte steigen Sie in Fahrtrichtung links aus und auch nach den Abstand zueinander. Vielen Dank. Oh je, da bin ich dann auch ganz wichtig. Da konnte man anders bei erstmal die auch. Ich habe schon sehr viel vergessen. Oh Gott, da muss ich die Kamera wieder nach unten machen, weil hier kommt dann viele Leute. Tschüss. Wohin jetzt gerade geht's? Noch. Und wir haben. Jetzt gerade geht's. Ah, vielleicht. Und weiter geht's. So. Das war ein bisschen falsch aus, weil wir sind viel zu viele Leute. So, jetzt. Sieht es gut aus? Nein. Aber jetzt. Da wird gerade ein Güterzug angefertigt und ich stehe noch an die S-Bahn, eine S-Bahn. Bauzug, oh, Mitarbeiter habe ich gerade gesehen. Oder so, irgendwas. Ja, das ist Bauunterricht. Jungs mit Rabatteur. Aber LZB ist man nicht mehr.
wollte was kann es. Nee, das ist ja noch HV. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier bei uns im ICE der Deutschen Bahn auf dem Weg nach München. Über Nürnberg und Ingolstadt. Mein Name ist Julian Hartheis. Bei Fragen und Wünschen sprechen Sie mein Team und mich gerne an. Unsere Zeit in Nürnberg, 10.23 Uhr. Über Ihre nächsten Reisemöglichkeiten werden wir Sie schnellstmöglich informieren. Bitte beachten Sie die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung an Bord unserer Züge. Weitere Infos finden Sie auf bahn.de. Grüß Gott, Ladies and Gentlemen, welcome aboard the IC Service to Munich. Via Nürnberg and Ingolstadt. Und auch Englisch. Now in Nürnberg at 10.23. We will inform you about the next connections as soon as possible. We wish you a pleasant day on board. Das war auch Englisch. Und das ist sogar für Wechsel. Da kann man merken, das war irgendwie ja Wechsel. Wurde gewechselt. Ich weiß gerade nicht, wie es genau heißt, aber so Leute, jetzt gleich. Warte, aus der Stadt rausfahren. Werde ich mal zum Zugdauern schnell und klar aufnehmen. Aber nicht direkt gleich, sondern nicht direkt dann oder erst gleich. Weil wir sind da ziemlich voll hier. Ich gehe schon mal los und dann. Was geht's? Erst dürfen wir zum Schrotz werden. Aber ich warte erst einen Punkt. Also bis gleich. Oh, kurz Unterbrechung. Ich komme für die Fremden. Wir halten an. Und jetzt, oh, jetzt kommen für die KS. Komme ich schon? Doch, KS-Signale. Statt der HV. Wir wechseln statt von HV auf die KS-Signale. Oder was? SK? Nee, KS. Aber wir sind extrem langsam. Ich glaube, wir halten an. Oder? Ich glaube, das sind jetzt. Oh, da ist nur ein Gemisch aus HV und KS. Oh. Ja, gut, hier wechselt das zum KS. Ah, das Signal ist also auf KS 1 umgesprungen. Das kann man hinten erkennen. Fahr auf. Also war es wahrscheinlich rot. So, jetzt mache ich das. Also bis gleich. Ja, hier der Zugführer. Hi, servus. Du folgst halt der Kollege vorne von mir über die Flachstelle Wagen 7. Genau, also jetzt PGZB rausgeschickt. Irgendwann heute Vormittag hat er noch gesagt, er sagt zwar, die ist nur stark konformierend, aber nicht betrieblich einschränkend. Aber ich stehe gerade im Wagen 7 und das ist derbe laut. Und wenn es irgendwie hinhauen würde, würde ich es mir gerne mal anschauen. Alles klar, mach das. Jo, hi, servus, der Chef hier, grüß dich. Du, der Kollege hat mir bei jedem Wagen 7 Flachstelle, steht auch im EZB drin. Er sagt, stark konformen, aber nicht betrieblich einschränken. Ich sterbe gerade im Wagen 7 und es ist laut wie Hölle. Es vibriert, du kriegst eine Art Fußmassage. Und wenn du unterwegs was wäre, würde ich mir vielleicht ganz gerne mal anschauen. Ja. Wenn irgendwie Platz wäre irgendwo. Wir sind gerade auf der Zielrunde. Wäre ganz cool, wenn ich es mir mal anschauen könnte unterwegs, also wenn wir irgendwie zu halten kommen für ein paar Minuten. Rechts. Ja. Passt, ich sag der VL Bescheid. Danke dir. Ciao. So Leute, aber da haben wir gucken uns gerade meine Störung, die LZB. Wir sind aus LZB raus, aber ich glaube, wir waren 7 an den Störungen mit irgendwelchen LZB oder was. Naja, und ich habe eine Verspätung bekommen. Ich werde mir das noch weiter hören und das hat das. Das hört sich nach einer Zwangsbremsung an. Dürfte ich da mal vorbei? Oh, klar. Bitte. Ja, Zwangsbremsung. Das ist eine Zwangsbremsung. LZB Zwangsbremsung. Notfall. So. Doch, ich komme zum so. Mit dem Backfuss. Thank you.
so lustig, da ist da in dem Moment kommt die Feuchtigkeit voll geraten. Und das ist, also nochmal, am Wagen 7 gibt es eine technische Störung. Deshalb muss man einen Zwischenhalt machen. Wir werden ein Spektrum ansammeln, wie viel ist noch unbekannt. Und das Ganze sind down. Das heißt, die LCB, also als Wagen 7, hat ja jetzt wenig aufgenommen. Wo ist ein bisschen, naja, wo ist nicht mehr LCB? Dort. Ja. Das ist ein bisschen eine Technik runter zu. Weil ich auch nicht. Ups, Verzeihung. Ich habe noch eine Ersatzspeicherkarte für 4 GB Karte und das noch für ID noch. Geht nicht. Und hier ist doch die Störung. Also, ich werde mir dann zwei Bahnsteine rausschneiden. Also, bis nach damit. So, Leute, da haben wir gerade die Infos bekommen, wie wir auf der SB und wir haben. Es wird irgendwie mit dem Rad irgendwie eine Störung. So genau ist mir auch noch nicht ganz, aber. Ja. Eine Verspätung, also die ist genau Verspätung ist auch noch ein bisschen unbekannt. Also weiß ich noch nicht so genau, ganz klar, aber trotzdem. Ich weiß noch nicht, wie man die Abhilfe ist. Also wir sehen uns dann anschließend später wieder. So Leute, also wir sind meine Damen und Herren, herzlich willkommen den zugestiegenen Fahrgästen hier mit der City Express nach München mit halt in Ingolstadt. Meine Damen und Herren, wir haben aufgrund einer technischen Untersuchung hier unseren Zugesonderzug jetzt hier bei Abfahrt in Nürnberg mit 21 Minuten Verspätung unterwegs. Über die nächsten Anschlüsse, insbesondere auf München Hauptbahnhof, werden wir direktzeitig informieren. Wir sind daher mit etwas geduld. Nächster Halt unseres Zuges ist am Bahnhof Ingolstadt Hauptbahnhof, der Rückfahrhause gegen 11 Uhr 19. Bitte beachten Sie, für die neue zugeschiedenen Fahrgäste ist hier an Bord, dass Sie hier verpflichtet sind, eine Mund-Nasen-Bedeckung während Ihrer gesamten Zugreise zu tragen. Wir sind dann über den gastronomischen Service und fordern zu Permanentnummer 8, finden Sie unser Bordrestaurant, wo Sie unser Service-Ticker recht herzlich erwarten. Ja, bitte kommt, wenn ich sage. So Leute, das sind wir wieder. Moment. Wir haben in München den Hauptbahnhof erreicht, aber es gab vorher noch eine Zwangsbremse. Noch dazu, eben gerade. Das ist immer, wir fahren nochmal ein bisschen los. Also, bumm, Zwangsbremse. Naja. Ich will jetzt eher das Boot aufnehmen, weil jetzt ist dann. Naja. Jetzt ist dann. Zu viele Leute. Ich hasse es nicht. Aber trotzdem. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir ganz anders kommen. Bis gleich. Ich fange gerade mit Nürnberg aus. Ich habe mit 20 Minuten Verspätung haben. Und ich setze in Ingolstadt. Und ich werde das rausschneiden. Ups. So, ein geiler Frage. Kann man uns und. Kann man und. Gut warten. Würde ganz lange warten. So, angekommen. Dann geht es weiter. Und für 3 oder 4 Stunden habe ich gebraucht. Das ist, naja. Wir halten auf der 90. Da steht der EC! Der ÖPB! Ja. Ja, der EC, der ÖPB von Österreicher Bundesbahn. Ja, also wir sehen uns dann gleich wieder.